Hallo Leute, da bin ich wieder zurück und wir kümmern uns um unser Wohnzimmer, würde ich sagen. Finde ich schon eine super Stelle. Keine Ahnung, was dort sonst stehen könnte. Was sich auch anbietet, wenn er dort sowieso schon vormauert. Wir haben, oder wartet mal, wir machen es andersrum. Wir stellen jetzt mal kurz die Möbel da rein, die ich bereits besitze. Oder die wir bereits besitzen. Ich rede mal so in der Ich-Form. Und zwar gehört dazu. Wir haben hier gar kein richtiges Wohnzimmer-Ambiente, so, ne? Irgendwie. Glaube, da muss man Küchenmöbel nehmen. Ein Fernseher. Ein dicker Fernseher. Das ist ein bisschen sehr groß. Wir können ja dann, ja, das könnte so ungefähr hinhauen. Wann den über den Kamin macht? Was ist das eine blöde Idee? Gerade eben mag ich die Idee eigentlich ganz gerne. Stell ihn erstmal dahin oder häng ihn da erstmal an, sagen wir es mal so. Ich habe. Ja, sowas in der Art habe ich. Ich habe nicht dieses Ding an der Seite. Da ist ja noch so ein Kästchen an der Seite, aber das soll uns jetzt nicht. In Schwarz-Weiß habe ich das. Haben wir das hier? Nicht wirklich, ne? Schwarz-Grau. Nur weiß. Sieht jetzt so ein bisschen dreckig aus, aber wir nehmen es jetzt einfach erstmal in der Variante. Dann haben wir das hier, ne? Genau, dann habe ich das auf der anderen Seite nochmal. Und so ein drittes in der Mitte. Das ist halb offen, das, was ich in der Mitte habe. Deswegen nehme ich jetzt einfach das hier mal dazu. Da steht die Konsole und so drin. Ich habe tatsächlich hier oben das Schubfach, also das untere Schubfach ist zu. Das obere ist offen, weil hier steht der Receiver drin von Magenta TV und so. Und diese Seitendinger habe ich jetzt halt wieder nicht, aber pff, kann ich jetzt halt nicht ändern. So. Oben drüber sind Hängeschränke. Und ein Regal. Diese drei Dinger. Wie teilt man das denn jetzt am besten auf? Eventuell müssen wir den Kamin dort tatsächlich wegnehmen und den Kamin irgendwo anders ranmachen, wo er vielleicht besser sogar wäre und besser entlüftet wird oder sowas, ne? Ich muss zugeben, ich habe jetzt keine Ahnung davon, ob man ihn jetzt hier ranmachen müsste oder ob es zum Beispiel auch bei der Scheunenwand hier ginge. Wäre mir aktuell fast sympathischer, weil wenn er dort ist, kann ich die Schrankwand dahin machen und die Couch-Sache hierhin oder genau andersrum, die Couch-Sache hier und Schrankwand hierhin. Was ist cooler, wenn man reinkommt? Guckt man lieber auf die gemütliche Couch oder guckt man auf die Schrankwand? Wenn ich aktuell reinkomme, gucke ich auf die Schrankwand. Als ich früher reingekommen bin, habe ich auf die Couch geguckt. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich habe gerade überlegt, welche schöner ist. Aber ich glaube, das macht gar keinen Unterschied. Für mich zumindest nicht. Dann würden wir die Wände natürlich jetzt gleich nochmal anders tapezieren wollen. Wir überlegen erstmal weiter, was wir noch an Möbeljahr haben. Und zwar, wir haben auch einen Tisch in der Mitte. Meiner ist geformt wie so ein S, wo dann auch noch so zwei Stühle, Hocker, wie auch immer, unten drunter hängen, aber sowas gibt's ja jetzt nicht. Na. Da die Glasplatte oben viereckig ist. Ja, ne, habe ich so die Tendenz erstmal gerade zu dem hier, würde ich sagen. Gibt's hier nur einen Schwarz-Weiß? Ne, ne? Nee. Nehmen wir den mal kurz in Weiß. Was haben wir noch? Wir haben ein Bücherregal. Warte mal, erstmal vor mir. Wir haben erstmal ein großes Regal. Gibt's das hier irgendwo in Hoch? Oder dass ich zur Not mehrere übereinander machen kann? Warte mal, hier waren doch irgendwo Regale. Was im Kinderzimmer? Nee. Hier ist doch ein Regal. Genau, da haben wir.
So ein ähnliches, bloß genau andersrum quasi. Aber das ist jetzt auch undramatisch. Ich guck bloß gerade mal, ob noch irgendein relevanteres da ist. Ja, vielleicht so ähnlich. Ja. Dass das hier ähnlicher. Kann man das in weiß? Weiß schwarz nicht so wirklich. Das steht bei mir in der Ecke. Das machen wir mal hin. Gut, dann haben wir die Schrankwandseite, das Regal. Die Dinger stehen daneben. Die Hängeschränke immer noch. Sind alle hoch, ne? Hm. Wenn das jetzt so kürzere Schränke gewesen wären, hätte ich halt einfach per Cheat hier hochgehoben, wisst ihr? Nehmen dazu einfach die Küchenschränke, würde ich sagen. Die hier sowieso schon oben sind. Davon habe ich zwei von denen. Warte mal, einer hat rechts und einer hat links geklippt gerade, ne? Und ich habe zwei geschlossene. Den gibt's gar nicht in geschlossen, ne? Was hast du denn hier noch zu bieten? Sowas? Aha. Hm. Okay. Ach. Mal wieder ordentlich hinsetzen. Was haben wir hier denn? Ja, sehr ähnlich zu dem anderen. Also zu dem hier. Was haben wir hier? Auch offen, doppelt offen. Er ist eigentlich auch nochmal das. Den hatten wir schon. Und so ein Regal habe ich auch. Das hätten wir auch noch in der Küche verwursten können irgendwo. In weiß. Warte mal, wo bin ich denn überhaupt? Hier unten ist doch die Küche. Kriegen wir das jetzt hier gerade noch irgendwo hin? Dann würde ich das vielleicht hier so. Kann ich das denn? Kann ich es frei bewegen? Und wenn ich hier das anmache, klippt es trotzdem. Wenn ich es ausmache. Das ist Kacke mit dem Clip-Kram. Halt auch, wenn ich die Dings benutze, dann kann ich es zwar hier frei sliden. Aber dann, ich würde es gerne hier so dran, wisst ihr? Und ich verstehe auch nicht, warum man nicht hier an der, also ich meine, das ist ja auch ein Schrank, ne? Warum klippt er denn nicht hier, bam, an dem Schrank hier dran? Verstehe ich nicht. Mit Steuerung kann ich es auch nicht irgendwie anders machen. Mit Tab geht's nicht. Ich versuche jetzt gerade irgendwelche Tasten einfach nur. Dann kann ich nur in irgendwelche andere Richtungen drehen. Nee, dann lassen wir das. Dann stellen wir uns vor, er wäre da. Unsere Vorstellungskraft ist doch die beste. So, jetzt drehen wir uns um im Raum. Wir haben Regale. Haben wir ja schon rausgekriegt, dass Regale hier super easy. Easy. Das finden sie nämlich gar nicht. Aber wieso nicht, verdammt nochmal? Wir versuchen es mal, indem wir hier oben Regal eingeben und in
Das ist ein Modular. So, ins ist gut. Kann ich das umdrehen? Müssen wir die zwei dann halt zusammenbauen. Die sind, oder was ist das hier? Ja. Mal kurz einen Schluck trinken. Die habe ich momentan über dem Fernseher hängen, die Regale, wisst ihr? Ja, das könnte man auch nehmen. Sag mal, sind das Hängeschränke? Nehmen wir lieber die. Sogar offene und geschlossene. Da meine eher kantig sind, würde ich eher die nehmen. Zweimal die Kollegen. Und verpisst euch, ihr Hängeschränke. Abgerundet. Ein bisschen Breite. Dann nehmen wir das Abgerundete halt mal. Funktioniert halt nicht ganz von der Form. Aber wir kacken uns mal hier nicht jetzt ein. So, zwei Abgerundete haben wir dort noch hängen. Sieht besser aus. Also sieht näher am Original aus. Gut. Wir nehmen zwei von den Dingern und machen die Kollegen hier weg. Gut. Dann schauen wir. Den Wagen, den haben wir hier schon drin stehen. Das ist rechts von uns. Die Couch. Oder sagen wir mal Lampe. In verschiedene Lampen. Es ist eine Stehlampe, die ein Huit macht. Haben wir sowas hier? Eine Huit-Lampe. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es sowas gab bei den Sims. Haben die hier irgendwelche Sachen rausgepatcht? Habe ich das alles mit Mods reingepatcht gehabt? Wenn ja, liebe Leute, liebe Sims-Leute, alter Schwede, dann müsst ihr euch ja mal ordentlich ranhalten mit dem Stuff, den ihr in eure Spiele patcht. Und nicht dann 10 Euro verlangen dafür, dass man ein Wäschepaket sich installiert, wo ein Wäschekorb halt mal drin ist. Also, euer Ernst, oder was? Ja, es gibt keine Huit-Lampe, so wie ich das sehe. Deswegen nehmen wir so eine einfache Stehlampe als Symbol dafür. So, was haben wir denn noch für... In welchem Raum war das jetzt, wo das Regal ist? Hier. Wie macht man das Bücherregal? Wie ahmen wir das jetzt nach, was hinter mir steht? Ist eigentlich ein sehr, sehr schmales erstmal. Und zwei sehr, sehr schmale Dinge. Und in der Mitte ist ein halbhohes. Das können wir verschieben, indem wir es in den Boden dann schieben. Das würde schon gehen. Ich schlage vor. Ist eigentlich zu breit. Ist eigentlich viel zu breit. Und das? Sieht nicht so richtig aus. Lass uns erstmal kurz nach einer Couch gucken. Weil das Ding so breit ist wie unsere Couch. Da wir uns eine neue Couch kaufen wollen, habe ich jetzt gar keine richtige Vorstellung davon, wie die aussehen soll. Ich möchte sie blau haben, damit sie in das blaue Zimmer passt. Aber ich habe noch gar keine Vorstellung davon, wie sie aussehen soll. Sie muss super gemütlich sein. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie... Gibt es ja auch modulare? Oh, nicht so wirklich, ne? Wenn sie so ein L wäre. Wisst ihr, unsere aktuelle Couch ist ja so ein L. Wieso haben sie sowas nicht? Und ich würde es cool finden, wenn wir auch Sessel hätten, tatsächlich, ne?
Die dann aber auch zu der Couch passen, deswegen lass uns erstmal nach der Couch suchen. Was sieht denn gemütlich aus? Oh, was sieht doch gemütlich aus? Ist aber ein bisschen sehr klein. Hier ist der ist ein bisschen größer, die Version. Ja, ein bisschen zu modern, schiefig. Ich mag die. Ach, das ist die, die wir in die Küche gestellt haben. Ich mag die Beine daran jetzt nicht so. Oh. Gibt's das mit blauen Ärmeln? Mir gibt's generell in Blau. Ich würde nicht unbedingt eine weiße Couch haben wollen, aus Angst davor, dass die schnell irgendwie dreckig wird oder sowas. Blau-schwarz. Ich habe eine Tapete bei Amazon gefunden. Die ist weiße Blüten auf blauem Hintergrund mit dunklen Stielen, wo sie dranhängen. Ne? Man kann dieses Tapeten-Dreierpaket kaufen in Blau, Weiß und die Blümchentapete selber. Und daran hatte ich halt auch schon gedacht und dachte, dass man dann die Wand, wo die Couch davor steht, weiß macht. Muss man ja dann gar nicht tapezieren, könnte man auch einfach streichen, ne? Aber damit dieser Farbkontrast ist und dass man dann hier eins von den beiden die Blümchentapete macht und das andere das farbliche Einzelne. Dass es hier zum Beispiel Blümchen, Blümchen, Blau oder Blau, Blau, Blümchen ist. Das weiß ich noch nicht, was ich cooler finden würde. Deswegen habe ich hier die Tendenz dazu, eher dann eine weiße Tapete zu machen. Aber diese Schrankwand, die soll ja dann wiederum nicht von einer weißen Tapete sein. Weil ich glaube, dass das nicht cool aussieht. Aktuell im Wohnzimmer ist sie von einer weißen Tapete, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, weil die haben wir nicht gestrichen. Es müsste eine weiße Tapete sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. ich glaube, es ist cooler, wie in meiner ersten Wohnung. Da hatte ich nämlich die Wand lila gestrichen, sehr dunkles Lila. Und als die weiße Schrankwand dann davor war, sah super aus. Hat super akzentreich und schön gewirkt. Deswegen, ich glaube, diese Couch sieht jetzt hier gerade kacke aus, weil sie vor dunkel steht. Wir nehmen auch zwei Couches, weil ich die gerne über Eck dann gleich stellen würde. Also diesen hier machen würde. Damit wir wieder ein L haben. Und haben wir Sessel in der Form? Das hier? Nee, ne? Nee, ist das Korbzeug wieder? Warte mal, an welcher Stelle ist denn die Couch? Falls wir das irgendwie abschätzen können anhand dessen. Ich habe sie jetzt schon wieder verloren, weil sie jetzt eine andere Farbe hat. Ist es die? Nee. Die ist es, ne? Ja. Und es ist R. Oh, wo ist meine Maus? R hier, ne? Mhm. Vielleicht kriegen wir sogar zwei Sessel unter, obwohl es jetzt gerade nicht so stimmig wirkt und einer eigentlich reichen würde. Und ich hätte gerne eigentlich so eine Sesselform hier. So einen richtigen, ich leg meine Beine hoch, Opa, Oma Sessel. Da hätte ich halt richtig Bock drauf. Wo man sich so reinknietschen kann. Ich guck gerade, ob hier noch irgendwas Ähnliches ist, aber die sehen mir alle zu ungemütlich hart aus irgendwie. Ist ja auch schon süß, ne? Aber die Farben stimmen nicht ganz. Das ist zu grünstichig.
Sieht ja so ein bisschen rosa aus, ne? Na, wir lassen es erstmal. No. Was ist Funny Funky? Funny Funky, wie süß ist das denn? Erstmal einen Schluck wieder trinken. Mein Hals leidet sehr darunter, dass ich hier so viel schwafel. Ich merke das und ich muss auch ständig husten, deswegen muss ich mich auch ständig stummen. So. Jetzt haben wir die Couch hier drin stehen. Jetzt fehlt noch das Regal hinter der Couch. Wir suchen mal nach Büchern. Allgemeinbücher. Okay. Das ist nicht breit genug. Oh Leute, wir sind aber auch schon wieder bei 20 Minuten angekommen. Ich würde sagen, wir suchen die richtigen Bücherregale in der nächsten Folge weiter aus. Und diese Schmalregale brauchen wir auch noch. Ein Bücherregal und ein Schmalregal. Und dann haben wir, theoretisch bräuchte man noch einen Kratzbaum. Aber da Sims keinen Kratzbaum hat, bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt, was man stattdessen nehmen könnte. Ich meine, wir können mal gucken, ob wir irgend so ein schnörkeliges Gewächs an Skulptur finden, was wir hinstellen können statt einem Kratzbaum. Aber der könnte auch theoretisch überall stehen. Den können wir auch, ich weiß nicht, hier in den Flur packen oder hier vorne in den Vorflur oder in den Flur könnte auch noch der Kratzbaum mit reinpassen. Da ist ja genügend Platz, zum Beispiel neben diesem Schrank hier oder irgendwie sowas. Oh, da würden sich noch einige Plätze finden, wo wir da irgendwas unterbringen könnten, sodass wir ihn nicht zwangsweise hier hin machen müssten. Man könnte auch, weil der Flur oben so groß ist, den Kratzbaum hier irgendwo mit unterbringen und irgendwo hinstellen, wo er dann passen könnte. Das wäre auch kein Problem in dem Sinne. Ja. Vielleicht holt man sich auch noch einen weiteren Kratzbaum oder ich habe ganz viel Sisalband. Ich wollte sowieso einen selber bauen mal, der aus so einer alten Schüssel. Aber ich werde wahrscheinlich meine alte Pfanne nehmen, weil da blättert unten am Boden diese Beschichtung halt ab und dadurch kann man sowieso nicht mehr mit der kochen und ich wollte die wegschmeißen, aber das tue ich jetzt nicht. Und ich mache daraus einen Pilzkopf und dann wird der halt, ja weiß ich nicht, mit Pappmaché beklebt oder irgendwie sowas, den pinsel ich ein bisschen an. Und dann mache ich aus dem Pilz Stumpf unten, aus dem Stamm. Stamm nennt man das, glaube ich, ne? Den umwickle ich mit Sisal und dann könnte das ein Kratzbaum für die Katzen werden. Ein Pilzkratzbaum. Und dann haben wir die Pfanne wieder verwertet, das Sisalband ist wieder verwertet. Und wir haben theoretisch nichts kaufen müssen. Den Stumpf könnten wir aus irgendwelchem übrig gebliebenen Holz nehmen. Das ist eine geile Idee, das machen wir. Dann gucken wir mal, wo wir dann den auch noch runterbringen könnten. Das wäre halt ein super süßer Kratzbaum dann auch, der hier irgendwo steht. So, liebe Leute, aber jetzt wirklich Folgenpause und beim nächsten Mal suchen wir die Regale. Bis dann. Tschüss.